Das Streckennetz misst 332 Kilometer. Berlins schnelle Bahnen passieren 166 Stationen. Davon wurden 19 seit Mitte der 90er Jahre grunderneuert und wiedereröffnet. Die zweite Schicht geht zu Ende. Feierabend für den Lokführer. Nicht aber für die S-Bahn. Die Züge fahren weiter. Es wird Abend. Theater, Restaurants und Cafés in der Hauptstadt füllen sich. Während sich die Menschen amüsieren und den Abend genießen, ist für die Kollegen der Berliner S-Bahn die Nacht wieder ein ganz normaler Arbeitstag. Die S-Bahn fährt, an den Wochenenden, sogar die ganze Nacht. Ein beliebtes Angebot für Nachtschwärmer. Die S-Bahn Berlin ist eine feste Größe auf dem Verkehrsmarkt der Hauptstadt. Und sie ist ein Wahrzeichen, ebenso wie der Fernsehturm und der Potsdamer Platz.